Da ist er wieder. Es gibt mich noch, Freunde der Nacht. Den Meister. Ja, es geht. Wir haben unfassbar viel zu tun, deswegen sind wir so ein bisschen mit der Filmerei ins Hintertreffen geraten. Das wollen wir jetzt aber ändern. Ne? Deswegen gibt es jetzt mal wieder ein bisschen was Frisches. Christian, kannst du so filmen oder schickst du ins Licht? Nee, das geht. Alles gut. Das geht so, alles super. Cool. Genau. Schön, dass ihr natürlich wieder reingeschaltet habt hier in mein neues Video und dass ihr natürlich bei der Stange geblieben seid. Obwohl wir jetzt 3 Wochen, glaube ich, nichts gemacht haben, ist die Abonnentenzahl trotzdem gestiegen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte euch natürlich auch ein bisschen belohnen dafür und ihr sollt jetzt natürlich auch wieder was zu sehen bekommen. Ne? Sehr gut. Wie gesagt, die Arbeit hier ist super stramm, wir haben echt viel zu tun. Baustelle läuft auch, muss ich aber zwischendurch immer mal wieder hingucken. Und dann Tagesgeschäft ist, ja, ist brutal, kann ich euch sagen. Also schon stramm. Aber, ja, wie gesagt, jetzt versuchen wir wieder mal ein bisschen regelmäßiger Gas zu geben. Ne? Okay, perfekt. Was machen wir heute? Heute halten wir das relativ knapp. Ich möchte euch nämlich aus den Videos, die wir in der Vergangenheit gezeigt haben, einen kleinen Zusammenschnitt zeigen, den der Christian angefertigt hat. Und er hat sämtliche schönen Filmchen, die wir gemacht haben, zusammengefasst. Und dort geht es um die Modelle. Da bin ich nämlich oftmals gefragt worden, jetzt auch in der letzten Zeit stärker oder schon immer mal, um die Modelle, die tatsächlich das Potenzial einer für euch günstigen Wertentwicklung haben. Das ist auch mal so, hey Stefan, was hast du für ein gutes Motorrad? Was wertstabil ist oder was vielleicht einen Wertzuwachs generiert. Also in die Geschichte geht das, ne? Also in die Richtung geht das. Das ist natürlich keine Garantie dafür, ne? Also nicht, dass ihr, Stefan hat aber gesagt, das Motorrad, das wird irgendwann mal ganz viel wert. Ne? Eine Garantie ist es natürlich nicht, aber die Motoren, die ihr darin findet, die haben auf jeden Fall mega Potenzial. Ne? Und das sind alles Motoren, zu denen wir schon ein Video gedreht haben, außer eins. Das filmen wir jetzt im Nachhinein ab, das kommt dann die Woche drauf, dann könnt ihr das nochmal sehen. Steht da in der Ecke. Genau. Das schneiden wir da auch schon mit rein. Aber zu allen Videos werde ich euch dann logischerweise in dem Video dann die Verlinkung zu dem kompletten Video dann auch nochmal anzeigen. Dann könnt ihr das ganze Video dazu auch nochmal gucken. Ne? Okay, cool. In diesem Sinne viel, viel Spaß mit den tollen Filmchen für unsere Ducatis, die wir hier gehabt haben in der letzten Zeit oder die es halt aktuell so im Markt gibt, wo ich der Meinung bin, dass die eine besondere Chance auf eine positive Wertentwicklung haben. Viel Spaß dabei und bis bald. Ciao. Thank you.
Baby.